Hi Fans und damit herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Far Cry 6. Ich habe jetzt zwischen den zwei Folgen, wo wir am Hafen aufgehört haben, da habe ich den Hafen noch kurz von Soldaten geklärt, habe mir da noch den ganzen Loot geschnappt, habe nebenbei noch so ein kurz kleines Gefangenencamp noch geklärt, habe da noch den Loot geschnappt. Das sind so Dinge, die will ich jetzt nicht unbedingt im Let's Play zeigen. Hier im Let's Play, da geht es mir eigentlich mehr darum, so die Hauptstory und die ein paar Nebenquests zu machen und nicht wirklich im Let's Play zu zeigen, wie ich jedes einzelne kleine Stück Recyclingmaterial hier auf der Insel finde. Und ich habe es ja auch schon ein paar Mal erzählt, wir werden bestimmt nicht jede einzelne FND-Kiste oder Guerilla-Kiste hier auf der Insel einsammeln, weil dafür habe ich nicht genügend Nerven, um das in einem Open-World-Spiel so zu machen. Ich habe jetzt gesagt, wir gehen jetzt mal hier kurz diese Partyhöhle auschecken. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz so sicher, was mich da unten erwartet. Tanzhöhle. Habe ich dich da schon gescannt? Ah, dass ich immer einen zweiten Schuss brauche für sowas. So, natürlich schon mal sehr, sehr schön, wenn hier die Soldaten direkt vorne dran rumreiten. Chorizo, Platz. Die Party hört nie auf, meine Freunde, das war's. Es ist das Ende einer Ära. Marquesa hat uns endlich den Garaus gemacht. Die stürmten mitten in meine Sets rein. Die stürmten in der Mitte meines Sets rein. Okay. Haben alle Knarren in die Fresse gehalten. Niemand ist tot, aber falls ihr da noch irgendwo drin hat, falls ihr noch irgendwas da drin hat, könnt ihr es vergessen. Scheiße, mein Stickstack noch dumm gelaufen. Neue Musik interessiert mich immer. Mal sehen, ob ich diesen USB-Stick finde. Ah, okay, das ist aber auch nur das, wo ich diese USB-Sticks finden kann mit der Musik drauf, oder? Das ist jetzt, ja, das sind halt auch wieder so Sammel-Items. Da muss ich selber sagen, so, das macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Strom. Oh, natürlich. Ubisoft schafft es. Chorizo, Platz! Kann ich an den Kabel hochklettern? Aber ich kann bestimmt irgendwo anders dran hochklettern, oder? Ah. Nicht so elegant, aber es hat funktioniert. Oh ja, das ist Hammer! Ich liebe diesen Song. Ja, wie komme ich da drüben hin? Ich muss einen Weg zu der DJ-Kabine finden. Vielleicht kann ich hinten rum. Ah, mit hinten rum meint die Ding. Hier muss ich vorsichtig sein. Jetzt werde ich gegrillt. Ja, war ja klar, jetzt wo ich Ding. Ja, Chorizo kann einfach so durch, klar. Benzin. Was haben wir, Benzin? Oder wieder eine Kletterparty hier. Ich meine, so Logikrätsel, die lasse ich mir gefallen im Ding. Jetzt, ah. So Logikrätsel, die lasse ich mir auch in Shooter-Spielen gefallen. So, wenn du hier so... Ja,
natürlich. Das ist auf jeden Fall. Ja. Schlimmeres. Sorry. Okay, also der Wasserfall steht auch unter Strom. Also dieses Elektrikgeräusch hinten dran, das ist ein bisschen arg störend. Jetzt, ich bin an einem Stromschlag gestorben. Oh Mann. Hey, ich hab doch V gedrückt. V war doch jetzt wiederbeleben. Alter. Ich meine ganz ehrlich, sowas ist mir dann lieber als die Autorennen in einem Shooter. Dann lieber so ein bisschen so Logikrätsel mit der erst hier Strom anschalten, dann geht die Tür auf, dann muss da eine Kletterparty. Aber ich muss echt sagen, also das Strom, diese Elektrizitätsgeräusch, das nervt ja brutalst. So, müssen wir das wahrscheinlich nochmal von vorne machen, gell? Man nicht komplett von vorne machen. Der Strom ist zum Glück gespeichert worden. Okay, also im Prinzip immer dem Seil nach. Also mal ganz ehrlich, wenn das jeder Partygast machen muss, der auf diese geheimen Party will, das wird doch kein Mensch mitmachen. Pass mal ein bisschen besser auf den Strom. Nee, echt jetzt. Durch nix. Also muss ich hier rüber. Hätte ich jetzt zwar nicht unbedingt hier gebraucht, aber
Eine Sprühdose 72 Pesos. So. Ja, dann. Mal was. Warte. Ah. Den Sprung besser teilen. Ja, genau das habe ich nämlich gemeint. Okay. Also ich muss jetzt durchs Wasser. Oh, das wird wieder. Okay. Also ich muss quasi dann werfen, wenn der eine Blitz gerade anfängt, dass ich genau zwischendrin durch. Aha, jetzt sind wir also. Die nächste Stole. So. Hardware nicht sicher entfernt. Nicht jetzt. Das passiert, wenn man Hardware nicht sicher entfernt. Ja, Gott sei Dank wohne ich nicht in der Höhle. Neues gekriegt. Die 1911. Na, ja, wir bleiben mal. Und jetzt hat es natürlich auch die Elektrizität genommen, gell? Jetzt können wir wieder durchs Wasser durch. Ups, falscher Knopf. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 12 Minuten seit Beginn der Folge nur für den USB-Stick. Ja, mein Gott, gibt Schlimmeres. Aber immerhin, das war jetzt mal ganz witzig mit der Kletterpartie und... Mit der Kletterpartie und mal ein bisschen Ding. So, den haben wir gescannt. Oh, der ist neu. So, nehmen wir mal ein Cabrio. Verstehe ich nicht, wie oft muss ich dir eigentlich noch in den Kopf schießen? Egal. So. Also damit wäre diese Höhle auch gemacht. Da ist ein Kontrollpunkt, da ist die lange Abkürzung, da gibt es dann wieder Impro-Materialien. Das ist halt dann wieder so, ja, Vorratsklau am Uferbau. Aufklärungspunkten findest du Rauch, bla, ja, okay, gut. Schocktherapie. Ich würde mal sagen, jetzt machen wir hier der große Knall, weil das interessiert mich, was da für eine Waffenlieferung rauskommt. Ich meine, da müssen wir auch eine ganze Zeit lang fahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, vielleicht mache ich jetzt gerade nochmal eine Pause und fahre in der Zeit erst einmal dahin, dass wir jetzt nicht die ganze Pause hier... Muss ich ja schon mal hier hinten rausfahren, weil von hier wird es wahrscheinlich wieder kein Ding geben. Ich mache jetzt mal hier kurz Pause und dann fahre ich zu der große Knall und dann machen wir mit der Quest weiter. So, gut. Dann bin ich jetzt mal kurz hierher gefahren. Wir sind kurz vor uns am Ziel. Ich soll jetzt hier einen Schiffscontainer finden von McKay. Okay. Eins, was mich wirklich sehr, sehr ankotzt beim Autofahren in diesem Spiel, ist, dass dich echt jeder anhubt, wenn du vor ihm fahrst oder ihn überholst. So. Aber das Cabrio, muss ich sagen, das fährt sich ganz geil. So. Das Paradies ist eine Lüge!
Hier noch irgendwas? Hat lesen. Brief am Schrein. An den verstorbenen Freddy Francesca, der Beste, den es je gab. Der Beste, den es je gegeben haben wird. Gott, sind das wieder Zukunftsdinger. Vorbild meines Vaters, mein Vorbild. Für den Frieden deiner Seele will ich meine Trauer hier ausdrücken. Wir haben getan, was wir konnten. Wir haben gekämpft, so hart wie wir konnten. Aber als wir die Universität aufgeben mussten, als wir flohen, haben wir gesehen, den Tiefschutz. Haben wir gesehen, den Tiefschutz. Ich wusste, dass es an deiner war. Vor allem, weil die Soldaten ihn sonst nicht stolz zur Schau gestellt hätten, weil es in deinem Geist würde. Wir waren zu schwach, um die Universität zu halten, und ich bin zu schwach, um ihnen den Tiefschutz abzunehmen. Ich bete nur, dass ich eines Tages ein stärkeres, als ich zu meiner Familie zurückbringen kann, um ihn vor Castillos Griffeln bewahrt. Du sollst wissen, wenn dieser Verlust dir im Jenseits Leiden verursacht, leiden wir, deine Fans, mit dir. Ich hab doch wieder irgendwas. Vorsicht! Greif an, Chorizo! So müssen wir das machen, gell? Ich muss ihn ablenken lassen und dann muss ich ihn von hinten mit Ding so abmurksen. Dann kriege ich die Kills für Ding. Oh, Tankstelle. Da drüben ist gleich nochmal ein Ausrufezeichen. Oh, was für ein wilder Hund. Geh mal ein anderes Mal hin. Und ich soll jetzt hier einen Schiffscontainer finden. Schauen wir mal, was zum Lesen. Fotokopiert, unterzeichnete Nachricht. König oder Königin. Hä, bitte was? Noch nie war dein absoluter 1A-Top-Status. Bla bla bla. Poste deine Story mit diesem signierten Foto. Bla bla bla. Achtung, die oben getätigten Aussagen besitzen keine rechtliche Gültigkeit. Ach. Ich war schon wieder in Escape vom Tarkov und wollte mich hinwerfen. Ah, McKay, ein blauer Schiffscontainer. Könnte nützlich sein. Aber es ist nicht der Container, den wir suchen, oder? Und oben ist natürlich wieder ein Ding. Da oben. Ah, ich weiß nicht, was Ubisoft mit ihren scheiß Türmen hat. Und wenn es nur Baugerüste sind. Da drüben ist auch nochmal ein blauer Schiffscontainer. Da ist auch nochmal ein blauer Schiffscontainer. Aber wenigstens scheinen hier nicht allzu viele Soldaten rumzurennen, was die Sache etwas einfacher macht. Richtig gutes Zeug hier. Ja, Medizin. Schon. Da drüben ist auch nochmal ein Schiffscontainer. Hier liegt noch sowas rum. Okay. Einmal Puma-Fleisch. Komm her, Carino. Ich bin einsam, du nicht. Heute Dank Nacht wird es kalt. Gestalten wie dir, ich brauche Olli, wenn ich ein Paradies bekomme. Komm zu Mami, heißer Feger. Danke, aber nein, danke. Nein. Das, genau das allerselbe wollte ich auch gerade sagen. Danke, aber nein, danke. Oh. Was ist denn mit euch passiert? Okay. Ein Hund? Wie kommst du denn hier rein? Ach nein, das ist Ding. Das ist einer von den Amigos. Jetzt weiß ich, das ist dieser Bumbum. Ich habe Waffen und einen Hund gefunden. Ein Hund, ja? Hunde sind im Krieg äußerst nützlich, das zeigt die Geschichte. Sargento, Stubby, Chips, Nemo. Hat er schon einen Namen? Getippte Frachtnachricht. Moises.
drehe jetzt nicht durch, aber irgendein Amerikaner hat uns dafür bezahlt, einen Hund zu verschicken. Er meint, er würde beim Affen gut revanchieren, indem er diesem Perro ein besseres Leben ermöglicht. Besseres Leben, dieser Hurk war eindeutig noch nie zuvor in Yara. Interessiert mich nicht, wie kalt die Winter in Montana sind. Dieser Köter wird kämpfen müssen, um auf der Insel zu bleiben. Allerdings hat der Wix sein Geld in Goldbarren bezahlt, also habe ich ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen. Super feines Hundefutter, eine reiche Schnösel gekauft. Ne? Nein, noch nicht. Warum nicht, Danny? Er hat keine Identität. Gib ihm einen Namen. Okay, wie wär's mit Bum Bum? Gut, du musst ihn abrichten, sofort auf dich Horrores zu gehen. Ich mag meine Hunde wie meine Kriege. Brutal, unvorhersehbar und mit viel Gerubbel. Ich hab das Gefühl, Bum Bum hat echt eine Menge Temperament. Ja, das war das, wo sie gesagt haben, der in der Ding, ja, der Container hat gebellt, ja. Ich meine, den Amigo weiß ich, dass es diesen Bum Bum gibt, ja. Aber ich habe jetzt nicht gewusst, dass der hier in der Mission kommt. Der erste Trick, den jeder Welpe in Montana lernt, Ressourcen von toten Gegnern zu apportieren. Oh, cool. Und was muss ich machen? Lass Bum Bum 24 Tiere markieren. Okay, dickes Fell. Lass Bum Bum 50 Gegner markieren. Weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, ich bleibe erstmal beim Ding. Chorizo. Wie habe ich jetzt Ding hier? F, Details. Das war die Mission? Okay, von mir aus. Ich wüsste ein Plätzchen, wo wir in Ruhe essen könnten. Nur okay. Wir zwei. Na, was meinst du? Marotzer Mantel. Okay. So, jetzt ist diese beschissene Klippe gleich da oben. Ich frage mich jetzt, soll ich noch an diese Klippe da hochgehen und dann die Story von diesem Pseudodoktor da fertig machen, oder? Ach, guck mal, da wäre auch nochmal so ein blauer Container. Da ist auch nochmal ein blauer Container. Da sind noch ein paar so blaue Container. Wo habe ich eigentlich geparkt? Da drüben habe ich geparkt. Dann würde ich jetzt sagen, dann nutzen wir den Rest noch von der Folge und gehen mal zu dieser Klippe. Und dann kriegen wir vielleicht mal irgendwann noch so einen neuen Guerilla-Anführer. Und dann gehen wir auf jeden Fall nochmal Guerilla-Missionen dann an, wo wir diese Leute losschicken können. Eigentlich müssen wir direkt hier den Guerilla-Pfad da hochnehmen. Ja. Ich glaube, hier laufen wir lieber. Könnt jetzt hier ein Pferd rufen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn es da heißt, es ist eine kaputte Brücke in der Nähe. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder klettern müssen. Dann nützt man das Pferd auch nichts mehr. Nuventarmas sind wir jetzt in der Region. Und was schießen die denn schon wieder? Die schmeißen mit Molotow-Cocktails nach Panthern oder was?
So. Wenn wir schon gerade in der Nähe sind, hier ist auch wieder eine Kiste. Ich meine, die kann man jetzt mal mitnehmen, wenn man eh direkt auf dem Weg ist. Und die Schutzhandschuhe noch. Wir gehen mal querfeldein, vielleicht sind wir dann schneller. Also da unten ist noch wieder irgendein Ausrufezeichen. Das nehmen wir auch gerade mit, wenn wir schon da sind. Der will uns jetzt nur wieder von einer Flugabwehranlage oder irgendwelchen Kisten erzählen bestimmt, oder? Bleib stehen. Was hast du für mich? Dani, die Armee hat gerade eine Flugabwehranlage fertiggestellt. Ach, war ja klar. Ich markiere sie dir. Danke dir. Die können wir dann auch mal noch irgendwann alle abgehen, dass man dann mal mit dem Flugzeug hier rumfliegen kann. So, und jetzt gucken wir mal, wo dieses beschissene Ding, dieses beschissene Meditationsadler-Nester ist. Wahrscheinlich müssen wir dann wieder 3 Adler töten, die uns dann angreifen, wenn wir da oben sind oder sowas. Den komme ich nicht hoch wahrscheinlich, oder? Hier drüben vielleicht? Ja, ich muss wahrscheinlich außen rumlaufen. Ja, hier geht der Weg hoch. Naja, man muss von hier kommen. Das ist wahrscheinlich wieder leveltechnisch so gemacht, dass du genau diesen Weg gehen musst. Nicht irgendwo von außen nochmal da dran. Der Spinner meinte, der Adlerhorst wäre auf der Spitze dieses Mogote. Ah, hier hinten hätte ich auch hochklettern können. Okay, hier sind noch mehr von diesen Jaguaren oder was es sind. Okay. Ich hoffe, das lohnt sich. Das hoffe ich beschissenermaßen auch. So, und jetzt muss ich dann da oben gleich 30 Sekunden verweilen oder was, oder? So, Waffe einstecken und ich darf mich überhaupt nicht rühren, okay. Ich muss mich entspannen. Es ist bei diesem Spiel gar nicht so einfach. Ziel abgeschlossen. Das hat gut getan. Ja, ich bin's. Ich habe also in einem scheiß Adlerhorst meditiert. Und es war schräg, aber irgendwie entspannt, glaube ich. Wenn Chakren reden könnten, würden sie ihnen danken. Sie sind bereit für den nächsten Schritt. Dieses Mal sollen sie Fallschirm springen. Okay, das klingt lustig. Sehen Sie, so schräg ist mein Programm gar nicht. So weit würde ich nicht gehen. Dani, wer ist hier der Arzt und wer der Patient? Ich weiß es nicht mehr. Genau. Finden Sie einen hohen Absprungort und werden Sie eins mit den Wolken, Dani. Ach.
Adrenalin bringt angeblich das Blut in Wallung. 20 Sekunden in einem Wingsuit oder einem Fallschirm sollten reichen. Na gut, das ist ja kein Ding. Das kriege ich mal hin. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge. Bis dann, Fans.